Hallo und herzlich willkommen zum Idrosee-Training vom 22. bis zum 26. April. Heute ist der erste Flugtag, der 23. Ich wünsche euch viel Spaß hier am wunderschönen Idrosee. Nicht ganz so schnell, bitte. Dann. Hoch die Hände, raus aus dem Speed. Rechts bis Stützen, rechts bis Stützen, rechts Stützen, komm. Rechts mit Gefühl, links pumpen wie der Teufel. Hol dir auch im Hermann die Kontrolle über Raum und Zeit. Über deine Atmung. Immer wieder auf die Höhe schauen. Mach es nicht zu knapp. Ist, dass du zwei Leinen hast, hast jetzt deine Big Ears. Schau dir das in Ruhe an. Wichtig ist jetzt in dieser Flug. Noch mehr nach links. Sehr gut. Und wieder stark auf rechts. Und so fliegst du Richtung Gegenanflug. Dann macht die Ohren wieder auf. Und wenn der Stefan dir hilft beim Landen, den Schirm hineinführen, halten und wieder freigeben. So was. Mehr Kontrolle auf rechts außen. Links nochmal nach Süden zeigt. Und diese Übung und stopp! Raus aus dem Speed, hoch die Hände, nichts tun, außer der Schirm braucht dich. Das würde bedeuten, dass er ist im B-Stall, halten so fest, schau nochmal nach oben, der Schirm ist stabil. Wenn du einen Mariometer hast, schau mal auf den Sinkwert, du hast einen super Sinkwert, um die 8 Meter pro Sekunde. Schaust mal, ob du den Stefan am Landeplatz siehst. Bleib so und leite jetzt langsam dann aus über die Rechtsaußenbremse aufgrund von der Höhe. Jawohl. Realisieren und gehst mal innen rechts einen Zentimeter weg. Jetzt Kontaktaufnahme auf links außen über 3 cm mehr Steuerleine. 5 cm mehr Steuerleine außen links. Rechts mal einen Zentimeter weggehen. Rechts nochmal nachdrücken, nachdrücken, rechts nachdrücken und den Schirm fliegen lassen, komplett hoch. Hoch die Hände, das war's schon. Der Schirm ist das ein Kinderspiel. 2. Und bang, hoch die Hände, nichts tun. Dein Schirm ist ein ganz ein guter diesbezüglich. Ja, jetzt wird's super. Starkes Nicken. Beim nächsten Mal abfangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schau dir an, fallen zu. Und jetzt machst du einen Stall am Delta-Gurt. Richtig kräftig anziehen, voll rein. Das kostet am Anfang viel Kraft. Aber wenn du ihn schön gestallt hast, könntest du auch mal nachgreifen. Und jetzt hast du noch viel Zeit zum Genießen. Ja, super schön, pendelstabil. Brauchst du nicht einholen, ist das gut so. Because the night belongs to us.
Neutralisieren, rechts Kontaktaufnahme, einen Millimeter und dann weiß der Schirm schon, was du willst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach diese Übung noch einmal alleine. Echt leicht ab. Jawohl, noch ein bisschen tiefer ziehen. So, ja. Und das sind bei dir die Big Ears. Hier nicht genau sehen, ob deine rechte Seite genauso groß ist wie die linke, aber ich glaube nicht. Leite nochmal aus, bleib im Speedsystem drin und flieg mal auf das Rettungsboot zu, rechts herum.